Kinders, es ist wieder Sommer, das heißt, von Daftmill kommt das Winterbatch-Release raus. Und was die diesjährige Abfüllung so drauf hat, das finden wir gleich nach dem Intro raus. Los geht's. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder bei Daftmill unterwegs, genau gesagt in den Lowlands. Und ihr wisst ja, Daftmill ist ja so eine Single-Farm-Brennerei. Heißt also, die machen eigentlich nicht nur Whisky, sondern die machen eigentlich noch andere Sachen. Und Whisky ist nur so ein Nebending. Und die waren eigentlich früher... Boah, ich krieg schon wieder die Kappe hier nicht auf. So, jetzt. Die waren früher eigentlich eher dafür bekannt, wenn so eine Abfüllung rauskam, haben sich alle darüber hergemacht und sind ausgerastet. Und heutzutage stehen die Dinger eigentlich wochenlang in den Shops rum. Woran liegt das? Das mag auf jeden Fall in erster Linie daran liegen, dass wir hier meistens, wie alt ist der diesmal? Kann man nicht so genau sagen. Meistens sind die 12 Jahre alt, aber könnte hier auch schon 13 Jahre alter Stoff sein. Die kosten einfach 150 Euro. Ne? Also mit 150 Flocken bist du mit so einer Buddel halt dabei. Die sehen so aus, ist jetzt halt nichts Special-mäßiges, sehr klassisch gehalten, aber halt, da zahlst du halt so viel Kohle für 46% trinkstark, 12 Jahre alter Whisky oder 13 Jahre alter Whisky. Ne? Und wir haben ja auch keine, ich glaube, hier wird nicht genau angegeben, was für Fässer die diesmal hier benutzt haben. Ja, hier steht hier, also die produzieren echt wenig Stoff. Aber ich erkläre euch ja gleich, warum ich so ein bisschen... Ja, was heißt pisst bin, aber was mich so ein bisschen daran stört auf jeden Fall. Ich guck mal kurz, was hier drauf steht. Ich glaube, hier stand nichts bei welche... doch, hier. Also, das Batch hier kommt aus 25 First Fill Ex Bourbon Barrels, die im November und Dezember 2010 gefüllt worden sind, die Fässer. Und dann steht hier, ja, wurde dann... im Warehouse gelagert bis 2023. Wie lange? Keine Ahnung. Gut, also, es gibt hier eine Auflage. Wir haben 6550 Flaschen. Früher gab es Daftmill. Wenn das Batch rauskam, gab es 1500 Flaschen, 1700 Flaschen. Ne? Da war so ein Batch halt sehr klein und die Leute haben sich schnell drum gekloppt. So, und dann auf einmal von jetzt auf gleich haben die Batchgröße von, ich sag mal, 1500 oder 1700 Flaschen auf 6500 erhöht, aber der Preis ist gleich geblieben. Und dann kommt, da kam der Punkt, wo, glaube ich, viele gesagt haben, nö, ich bezahle nicht für so einen Whisky so viel Kohle. Und mittlerweile, also ich sehe es ja auch in den Online-Shops, wenn du halt einfach abwartest manchmal, dann kriegt man den auch schon mal günstiger, aber insgesamt... bleiben irgendwie alle auf dem Stoff sitzen. Keiner kauft mehr Daftmill, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, früher, Daftmill kam raus, Winter Batch Release, da musstest du dich wirklich drum kloppen, dass du eine Flasche bekommst. Oder Summer Batch Release oder diese Single Casks, die ja früher auch um die 200 gekostet haben, die kosten jetzt 350. Das ist echt Wahnsinn. Und wer will das noch kaufen im Endeffekt? Wer kauft sich dann noch so eine Flasche? Wer sagt, das ist es mir wert? Und wenn ich daran denke, wir hatten ja mal einen Daftmill in einem Blind Tasting, der hat auch nicht super gut abgeschnitten. Ne? Aber ich finde, Daftmill ist eigentlich eine Brennerei, die mir bis jetzt echt gut gefallen hat. Ich mag das Zeug, was die abfüllen. Aber muss natürlich auch sagen, will man halt auch den Preis bezahlen immer, ne? Für das, was die halt so anbieten. Ne? Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Batch jetzt ist. Ich fand es auf jeden Fall eher uncool, als diese Batchgrößen so hochgegangen sind, dass wir halt einfach mal eben so ja, verdreifacht, nee, vervierfacht sogar, würde ich fast sagen, haben wir die Flaschenanzahl. Und preislich hat sich halt nichts geändert. Ich habe halt gedacht, gut, wenn sie jetzt für 120 oder für 100 verkaufen, okay, aber es hat der Preis einfach bei 150 Euro und mehr bleibt, finde ich schon krass. Naja, hilft ja nichts, wir müssen mal probieren. Also ich halte mal die Nase rein, los geht's, Kinders. Ne? Also das können die halt. Ne? Also ist einfach, ich finde, schon in der Nase super ausgewogen.
Es riecht total lecker nach Pfirsich. Es hat so eine leichte Röstnote. Du merkst, dass du echt eine schöne Bourbonreifung im Glas hast. Und ich habe früher noch viel, viel mehr so eine frische Zitrone da drin gehabt. Das war für mich so das, was Duftmill für mich ausgezeichnet hat. Dieser frische Zitronencharakter, den ich dann hatte. Wirklich, als wenn du so eine frische, ausgepresste Zitrone gehabt hast oder hast so eine Zitronenschale halt gehabt. Irgendwie sowas. Und das hast du echt so krass schon in der Nase gehabt. Aber hier heute habe ich, obwohl vielleicht habe ich es auch gleich im Geschmack. Ich bin echt gespannt. Aber hier habe ich jetzt auf jeden Fall super viel Pfirsich. Pfirsich, eine schöne Röstnote. Sehr süß, sehr fruchtig. Riecht auch so fast in Richtung Pfirsichringe, würde ich bald sagen. Schön. Also richtig schöne runde Note. Da ist, ich finde immer, das ist so, ich vergleiche es immer, es ist der McKellen der Lowlands. Ich finde das immer super gut eingebunden alkoholisch. Ich finde es echt super lecker. Das riecht total geil. Das riecht einfach richtig geil. Wobei ich ja sagen muss, gut, dieses eine Mal, wo wir dieses Batch halt hatten, das war eher nicht so nice. Das hat uns nicht so gut gefallen. Aber ansonsten holen die mich halt auch immer ab, ne? Aber 150 € ist halt echt Kacke für so eine Buddel. Schön. Schönes Ding. Ich glaube, ich sag zu Duftmill immer, guter 40 € Whisky. Is it? Absolut. Wenn der 40 € kosten würde, dann wäre das so ein Ding, das hätte ich immer zu Hause. Hätte ich immer zu Hause, immer eine Pulle da. Auch wenn mal Kumpels oder hier irgendwelche Bekannten oder so kommen oder wenn du Besuch bekommst oder so und die haben, können alle mit Whisky nichts anfangen, Duftmill mögen die, 100 %. Mir geht die Fliege auf den Geist hier. Ich weiß gar nicht, wie die hier reingekommen ist. Naja, hilft ja nichts, probier mal. Auf euch, Kinders. Slange. Ich finde das so krass, dass ich eigentlich immer diese krasse Zitrusnote da drin hatte. Die habe ich fast gar nicht. Ich habe super viele Röstnoten. Ich habe den Pfirsich. Ich habe diese Pfirsichringe auch. Er ist richtig süß. Er ist auch sehr cremig. Super angenehm auch zu trinken. Aber hinten raus wird der echt hot. Also der schiebt schon ordentlich hinten raus, muss ich sagen. Und das hat ja jetzt nur 46%. Also da merkst du halt schon so, ein bisschen viel Ingwer, ein bisschen viel Chili, ein bisschen viel Schärfe. Das ist schon ein bisschen krass, ne? Aber ansonsten finde ich den geschmacklich am Anfang echt geil. Also das holt mich richtig, richtig ab. Schöner Lowlander Whisky, echt. Wenn die halt einfach nicht so teuer wären. Deswegen sage ich ja, ich glaube für 40 € wird, glaube ich, keiner was sagen. Würde alle sagen, ja, okay, kann man gut trinken. Ist schon lecker, ne? Aber ey, für den Preis Wahnsinn. Also im zweiten Schluck kriege ich noch so ein bisschen so einen roten Apfel. Ne, kennt ihr diese richtig knallroten, ich nenne die immer, ich glaube, die heißen Red Fire Chief oder so. Die sehen echt geil aus auch. Aber so, finde ich, schmeckt das. Ich hab diesen Pfirsich, ich habe diesen roten Apfel, richtig süß und saftig. Und dann driftet das halt ab in so Röstaromen. Röstnoten könnten so Kakaonips sein oder so eine Kakaonote so ein bisschen auch. Aber hauptsächlich kriege ich dann halt danach dieses Chili, Ingwer, relativ viel Schärfe, unrunde Noten. Dafür ist es dann auch einfach zu teuer. Schade, ich finde das ein bisschen schade, dass ich nicht diese Zitrusnoten habe, weil das war das, was es für immer für mich ausgemacht hat.
Ne? Also ich habe ja diese anderen Batches, wo es echt nur wenige Flaschen von gab, da habe ich ja ein paar von probiert und ich habe auch noch ein paar Samples davon hier. Und da ist teilweise auch so super intensiv Zitronensaft, Zitronenabrieb. Richtig toll hast du das im Whisky drin, aber hier, das ist gar nicht da. Es ist komplett weg irgendwie. Wird jetzt auch von der Nase so ein bisschen parfümiert. So ein bisschen so leicht blumig bald. Aber ich kriege jetzt in der Nase auch den Apfel. Ich glaube, ich probiere mal einen Schluck. Naja, also ich bleibe dabei. Es ist ein guter 40-Euro-Whisky. Für 150 Euro zu teuer. Wer unbedingt mal Daphne probieren will, einfach mal mit einem Sample probieren oder so, das macht vielleicht mehr Sinn. Aber ja gut, wenn du dir eine ganze Flasche holen willst und eine teilst mit ein paar Kollegen, auch okay. Aber so ist es in meiner Meinung nach in dem Fall einfach nicht wert, auch wenn man natürlich weiß, was da für eine Arbeit hintersteckt. Das sind zwei Männer, die machen das halt irgendwie alles alleine und ich kann das total verstehen, warum, wieso und weshalb. Aber dann muss am Ende für mich auch das Zeug abliefern. Und ich finde, jetzt mal als Beispiel hier Hinrichsens Farm von der Insel Föhr, die sind ja genauso, die machen auch alles in Handarbeit und alles selber und die sind auch nur zu zweit, beziehungsweise einer quasi alleine. Und da ist das Endprodukt aber halt auch geil. Ne? Also das, was ich da probiert habe, ist richtig gut. Die haben richtig gute Fässer, die haben richtig gute ja auch Lagerbedingungen da. Und hier denke ich mir die ganze Zeit für den Kurs, da fehlt mir einfach so das gewisse Etwas. Und ich weiß halt, die von Hinrichsens Farm waren auch nicht günstig. Die haben auch ordentlich was gekostet, die Whiskys. Ne? Aber gut, Single Farm Distille ist natürlich was. Da kommt nicht viel Ausstoß, du hast nicht viel Möglichkeiten und die ganze Handarbeit, die ganze zusätzliche Arbeit und so, die lässt sich natürlich dann auch dementsprechend bezahlen, beziehungsweise hast auch dementsprechend die Kosten. Also für mich ist das auf jeden Fall insgesamt zu teuer für das, was er anbietet. Wird der 40 Euro kosten, wird das Ding dauerhaft bei mir einziehen, aber dafür bin ich irgendwo bei 4 Daumen hoch. Ja, guter 40 Euro Whisky und 4 Daumen hoch passt, glaube ich. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Daphne mir findet. Ich glaube, viele von euch sehen das ähnlich. Ist einfach zu teuer für das, was angeboten wird. Ich würde mich über Feedback sehr freuen. Lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr Lust habt, kommt gerne in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe. Regelmäßiger Austausch. Da gibt es auch Updates zu meinen Tastings, zu meinen Teilungen. Also da findet ihr auch alles, was so abgeht. Und ist immer schöner Austausch auch mit der Community, auch wenn es nicht immer um Whisky geht. Aber ich würde mich sehr freuen, euch da bald begrüßen zu dürfen. Und jetzt würde ich sagen, wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.